Hallo ihr Lieben, heute zeige ich euch die Übung, die alle meine Schüler machen, früher oder später. Ich selber mache die Übung auch, ich finde die sensationell, die nenne ich den Lift. Wir beginnen an der G-Seite, spielen bis der Mitte des Bogens, rutschen geräuschlos die E-Seite und spielen. Mitte, D. Ich sagte den Lift, weil, was stelle ich mir da vor? Die Leute gehen rein, der Lift, wir fahren bis zu der Mitte, die Leute steigen aus oder steigen ein, wir fahren wieder tief hoch und dann die Leute steigen wieder aus. Wichtig ist, dass diese Übung geräuschlos abläuft. Wir wollen, dass wir die Seitenwechsel auf so einer Distanz geräuschlos machen. Das heißt, wir wollen nicht, dass das passiert. Das ist meistens der Fehler, was am Anfang passiert. Konzentriert euch, schaut auf euren Ellbogen. Der Step Number 2, wir machen das mit der DE. Sehr gut, dann G und A. Schaut, dass euer Ellbogen nicht gerade kippt. Und dann das gleiche machen wir und beginnen von oben nach unten. Stopp. Gewicht spüren. Bogen auf die andere Seite übertragen. Und dann spielen. So, ich hoffe, ich habe es nicht zu schnell erklärt und ihr rauskommt. Ich wünsche euch viel Spaß mit dieser Übung und erzählt mal in den Kommentaren, wie das für euch nachher war, den Seitenwechsel. Danke und viel Spaß beim Üben. Tschüss!